Dann haben viele von euch schon gesagt, die kennen noch Kor, Kor im steigenden Ton. Ein weiteres Wort oder eine weitere Möglichkeit, wie man eine Bitte äußern kann. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Hier steht Kor menu neu. Kor menu neu. Lieber Chat, was kann das heißen? Oder was heißt Kor sa aha neu? Kor sa aha neu. Kann ich bitte die Karte haben, sagt der Jürgen. Hat gesagt, die Speisekarte bitte, genauso wie der Peter und der gute Steve. Kann ich bitte die Karte haben, Speisekarte bitte. Super, genau. Menu. Auch hier haben wir quasi, da haben die Thais einfach ein Wort aus dem Englischen übernommen, ja. Menu im Englischen. Inzwischen hat sich es durchgesetzt, ja. Also man benutzt da jetzt kein anderes Thai-Wort dafür. Man sagt Kor Menu Noi. Und hier sehen wir also, aha, das kommt uns doch ein bisschen bekannt vor. Von Chuai und Noi. Und hier haben wir jetzt Kor und Noi. Übrigens genauso wie hier. Kor Sang Ahan Noi. Kor Sang Ahan Noi. Ich möchte Essen bestellen. Super, Achim. Ihr mag. Sehr, sehr gut. Ganz genau. Sang ist das Wort für bestellen. Das Verb. Sang, tiefer Ton. Und Ahan ist das Essen. Ja, also das Substantiv. Nicht das, man tut etwas, kein Verb, sondern Ahan. Das Nomen, das Substantiv für Essen oder die Mahlzeit sogar auch im weitesten Sinne. Ja. Kor sa aha neu. Auch das geht. Hier, das ist ein bisschen schwierig, manchmal den Unterschied zu verstehen zwischen tuai neu und kor neu. Wenn wir tuai und neu nehmen, dann hat das mehr was damit zu tun, dass wir von jemandem etwas wollen. Wir bleiben mal beim Beispiel, pass bitte auf dem Hund auf. Ja? Und bei Kor geht die Bitte eher davon aus, dass wir etwas machen wollen in eigener Person. Ja? Wir wollen ja nicht selbst auf den Hund aufpassen, deswegen Chuai Noi. Aber hier wollen wir das Menü in unserer Hand halten, um endlich mal zu gucken, ja, was wir Leckeres bestellen können. Oder wir wollen eben aktiv selbst jetzt hier das Essen bestellen. Sagen, aha, nein. Ja, das war als kleine Hilfsbrücke, wie das funktionieren kann. Ich habe ja auch noch mal eine kleine Anmerkung dazu geschrieben, wie es von der Struktur her funktioniert. Ihr habt es ja schon gesehen. Kor plus Verb oder Nomen. Nomen ist auch Substantiv plus neu. Auch das sind Möglichkeiten, wie man Fragen hier formulieren kann. Schauen wir mal weiter. Lieber Chat, was heißt Kortung? Kortung steigend Daimai, Kortung Daimai und Korkitu Gon. Also Steve, brauchst gar nicht schreiben. Da weiß ich, dass du das kennst, das Wort. Aus dem Livestream. Korkitu Gon und Kortung Daimai. Was könnte man hier als Übersetzung heranführen. Probiert es mal aus, auch wenn ihr unsicher seid, macht überhaupt nichts. Ja? Einfach rein damit in den Chat. Kann ich bitte eine Tüte haben? Kann ich bitte eine Tüte haben? Genau. Tung ist die Tüte, ja. Daimai. Daimai. Jetzt haben wir auch hier wieder eine Frage. Ja, das ist eben wie wir es oben auch in den anderen Phrasen gesehen hatten. Dann kommt das neu manchmal auch weg. Einfach nur Kor, Tung, Daimai. Oder eben Kor. Du gon. Kor. Du gon. Keine Idee. Ich habe auch ein paar schwere Sätze mit reingenommen heute. Zugegeben. Genauso wie diesen hier. Kor tang neu. Kor. Vielleicht hat jemand eine Idee. Rein damit. Wenn wir schon dabei sind, machen wir den auch noch hier. Kor ikuat. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Ja, als Lieber, als Wein- und Biertrinker. Kor ikuat.
So, könntest du nach dem Kind schauen? Ah, ich glaube, Helge, du hast eine ganz schöne Verzögerung oder bist im Chat zurückgegangen. Deswegen sehe ich erst gerade deine Nachricht. Das ist halt das Interessante auch bei YouTube, man kann selbst im Livestream zurückspringen, ja, wenn man nochmal was sich anhören will. Aber man ist da natürlich nicht mehr synchron. So, bitte zuerst nachdenken. Typische Situation, genau, wenn ihr zum Beispiel, ihr könnt euch auf einen Preis nicht einigen bei einem Marktbesuch als Beispiel, dann kann man sagen, Corky to gone, so als quasi höfliche Bitte, dass einem Zeit gewährt wird, um darüber nachzudenken. Ja? Kit ist das Wort für denken. Du eigentlich sehen, ja, fungiert hier aber als Phrase, als Floskel quasi. Kit du gone. Man könnte hier das Core sogar weglassen, ja, aber wir wollen darüber sprechen, wie man eine Bitte äußern kann. Deswegen bitten wir hier um quasi etwas Bedenkzeit und können sagen, Core kit du gone. Vielleicht sogar Core kit du gone, ne? Ja, bitte etwas Bedenkzeit.